Und wir werden uns gleich mit einem wichtigen Thema beschäftigen, also mit dem Thema Wirtschaft, die ukrainische Wirtschaft. Warum das Thema wichtig ist, ganz kurz als Anmerkung. Der Krieg dauert bereits längere Zeit. Also die Tage habe ich jetzt nicht mehr genau gezählt, aber wir sind inzwischen fast bei 3 Monaten. Und wir merken alle zunehmend, dass dieser Krieg uns jetzt nicht nur psychologisch, emotional, sondern auch wirtschaftlich belastet. Und zwar nicht natürlich, also das, worüber jetzt auch die Presse sehr viel berichtet, Energiefrage, Gas und Öl, die jetzt im Zusammenhang mit Russland behandelt werden, sondern auch zunehmend die Frage, wie die ukrainische Wirtschaft, die natürlich jetzt durch den Krieg sehr stark, dadurch, dass sie sehr stark beeinträchtigt wird, wie, welche Auswirkungen also auch diese Entwicklungen in der Ukraine für die, also für Deutschland, aber auch für die Weltwirtschaft haben. Und dann natürlich auch noch eine weitere Frage, die uns in Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigt. Diese Frage wird wahrscheinlich morgen in Brüssel entschieden, und zwar die Frage, ob Ukraine tatsächlich Beitrittskandidatenstatus bekommen wird oder nicht. Weil das bedeutet, dass das geht dann um die wirtschaftliche Integration, natürlich mit den politischen Aspekten und mit rechtlichen Aspekten. Aber im Zentrum also dieser Frage europäische Integration steht in der Regel also auch viele wirtschaftliche Fragen. Deswegen gibt es auch so viele Kapitel, die zunächst erfüllt werden müssen, bevor ein Land beitreten darf. Und dann werden wir eben morgen wissen, ob die Ukraine sich tatsächlich auf diesen Weg macht und ob wir als EU uns auch da gewisserweise verpflichten. Das Thema ist sicherlich sehr kontrovers. Wir können gerne das Thema auch später diskutieren. Aber auch insofern ist natürlich das Thema Wirtschaft in der Ukraine sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie viele Kenntnisse Sie über die wirtschaftliche Situation in der Ukraine bereits haben. Deswegen habe ich mir jetzt erlaubt, so ein paar ganz allgemeine Informationen zunächst zur Verfügung zu stellen, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat, worüber reden wir denn hier überhaupt. Und Sie sehen hier zunächst die allgemeinen Fakten, und zwar, also können Sie auf dieser Folie sehen, wie groß das Land ist, weil wirtschaftliche Leistung hängt gewisserweise auch mit der Größe des Landes und natürlich mit der Anzahl der Menschen, die in diesem Land leben. Und Sie können hier sehen, also oben natürlich, gut, Währung, Hauptstadt, Amtssprache, aber auch, wie groß das Land ist, verglichen mit Deutschland. Das ist immer so besonders interessant dann zu sehen. Ich kann noch hinzufügen, Ukraine ist, sollte sie einmal in die EU reinkommen, wird Ukraine das größte Land sein, also territorial gesehen. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie auch die Bevölkerung, und da merkt man ganz schnell, wie unterschiedlich die Kreise sind. Das heißt, ein großes Territorium, relativ wenig Bevölkerung, und in Deutschland haben wir das eben andersrum. So, das ist der erste Punkt. Jetzt kommen wir zu dem weiteren allgemeinen Thema, was sicherlich auch interessant ist. Bevölkerungsdichte, Lebenserwartung. Wir Ökonomen sagen, Lebenserwartung ist natürlich auch für wirtschaftliche Leistung wichtig, wobei es geht hauptsächlich natürlich um gesunde Lebensjahre und nicht um die allgemeinen Lebensjahre. Und wir haben hier einen großen Unterschied, und auch hier können wir feststellen, einen Unterschied auch zu europäischen Ländern. Also das ist da so ein großer Unterschied, werden wir kaum in einem europäischen Land zurzeit finden können. Unten sehen Sie auch, wir bewegen uns langsam Richtung wirtschaftliche Leistung, und hier können Sie auch schon sehen, Bruttoinlandsprodukt, Ihr Einwohner. Das heißt also, wir können gucken über einen längeren Zeitraum, jetzt gucke ich mal, dass ich hier den richtigen Knopf drücke, ja. Also 2000, so die letzten 20, 22 Jahre hat die Ukraine eine stetige Entwicklung, dann haben wir natürlich hier einen kleinen Einbruch, das ist die globale Finanzkrise 2008, 2009. Das wissen wir alle, das ist in der Europäischen Union, in den Ländern auch nicht viel anders. Dann gab es wieder einen Aufstieg bis auf das Niveau vor der Krise. Dann wieder ein Einbruch, also dieser zweite Einbruch geht natürlich nicht mehr auf die globalen Ursachen, sondern auf die Situation mit der Krim und eben die Situation, die wir aktuell als Folge in östlicher Ukraine haben, also
dann Basse-Region. Das heißt also, da gab es natürlich dann aufgrund dieser unklaren Situation erneut einen Einbruch, aber dennoch, Ukraine hat die Kraft gefunden und wir haben wieder einen Anstieg und wir können feststellen, für 2021, also noch bevor der Krieg jetzt in diesem Jahr ausgebrochen ist, doch eine positive Entwicklung. Das heißt also, vor dem Krieg war Ukraine zwar immer noch am Entwickeln, sind wir auch alle europäischen Länder, also eher als Entwicklungsland gesehen, aber wir können sehen, sie war doch durchaus auf dem richtigen Weg, wirtschaftlich gesehen. Also von der Leistung her, von Lebensstandard, von Pro-Kopf-Einkommen. Also Pro-Kopf-Einkommen ist besonders aussagefähig im Vergleich zur Gesamtleistung eines Landes. So, hier sehen wir dann doch die Gesamtleistung eines Landes. Ich habe diese Grafik hier extra eingebaut, weil man hier die Abschwünge und Aufschwünge ganz deutlich sieht. Das sind 25 Jahre. Und man sieht es einfach, wie stark die Wirtschaft jedes Mal auf jeweilige Krise reagiert hat und jedes Mal immer wieder mal geschafft hat, aus dieser Krise einen Ausweg zu finden. Wir sehen die globale Finanzkrise, etwas verzögert in der Ukraine, starker Einbruch, fast minus 20% vom Bruttoinlandsprodukt. Wieder ein Aufstieg fast auf das Niveau vor der Krise, fast nicht ganz. Dann eben die nächste Krise, die politische Krise im Land. Wieder ein Einbruch, fast genauso schlimm bis, naja, minus 16% können wir sagen. Dann wieder, das Land schafft auch diese Hürde. Der Wachstum geht wieder nach oben und entwickelt sich, gut, ein bisschen holprig, aber dafür, also die Gründe dafür werden wir uns später nochmal anschauen. Aber wir sehen, das ist eigentlich doch eine recht positive Entwicklung. Und dann haben wir hier 2020, das ist der Beginn der Pandemie. Auch an der Ukraine ist die Pandemie nicht vorbeigegangen. Das ist auch natürlich noch ein Kapitel. Auch hier haben wir entsprechend einen Rückgang der Bruttoinlandsprodukte. Und dann wieder, also Ende 2021 ein Anstieg. Und jetzt die aktuellen Zahlen liegen bei minus 15%, wobei diese Zahl ist natürlich nicht eine gültige Zahl für das gesamte Jahr, sondern zunächst, also was wir jetzt in den ersten Monaten des Jahres 2022 sehen können. Was uns diese Grafik hier sehr gut zeigt, das Land hat eine gewisse Resilience. Das Wort wird jetzt sehr oft benutzt, also gerade im Zusammenhang mit der Erholung nach der Pandemie. Und man erwartet insbesondere bei Entwicklungsländern, die schwächer dastehen, also wirtschaftlich, die natürlich nicht die Finanzkraft haben, um die Unternehmen zu unterstützen, um die Bürger zu unterstützen, dass für sie natürlich so eine Resilience wesentlich schwieriger zu bewerkstelligen ist, als jetzt für ein Land, das genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat. Ukraine gehört zu einem Entwicklungsland, also ist ein Entwicklungsland, gehört zu dieser Gruppe eher schwächeren Ländern und dennoch können wir sehen, dass das Land bis jetzt alle Krisen doch recht gut hinbekommen hat. Und das ist, also da greife ich schon ein bisschen mal vor, für uns natürlich jetzt schon ein Signal dafür, dass wenn dieser Krieg vorbei ist, dass es doch nicht nur reine Hoffnungen, sondern tatsächlich also auch wirtschaftliche Prädisposition gibt, um wieder zurück auf das Vorkriegsniveau zurückzukommen. Ich möchte jetzt aber ein bisschen ins Detail gehen und einfach angucken, was sind die Teile, die zu diesem Wachstum beitragen. Und wir gucken uns zunächst hier die industrielle Produktion. Die Frage, also die oft im Raum steht, naja gut, also das Land industriell wahrscheinlich nicht so gut entwickelt. Wie schafft es überhaupt? Wie kriegen wir dann diese Zahlen, die wir vorher hatten? Also woher kommt eigentlich dieser Wachstum? Woher kommt diese Erholung nach jeder Krise? Sie sehen hier auf diesem Slide, also Index Industrieproduktion, das sind Prozentzahlen. Jahr 2010 ist jetzt als 100% genommen worden, sodass man ein bisschen besser sieht, wie es davor war und wie es danach die Entwicklung ist. Und hier können wir natürlich feststellen, dass offensichtlich Wachstum, was wir vorher gesehen haben, also diese Erholung nach jeder Krise, offensichtlich nicht aus der industriellen Produktion kommt. Ja, also das ist offensichtlich, dass hier natürlich industrielle Produktion spielt eine große Rolle noch vor der globalen Finanzkrise.
dann schafft sie auch nicht mehr, wieder auf das ursprüngliche Niveau hochgefahren zu werden. Und dann 2014 haben wir natürlich noch einen stärkeren Einbruch und dann haben wir eine sehr, sehr niedrige Entwicklung in diesem Bereich. Warum? Weil natürlich, das ist genau, also die Industrie, wir werden später so ein bisschen über die geografische Verteilung auch sprechen, also die industrielle Produktion ist geschichtlich bedingt bis jetzt natürlich überwiegend im östlichen, also in der Ostukraine zu finden. So, und dadurch, dass seit 2014 die Region nie wirklich bis heute zur Ruhe kam, also bis der Krieg ausgebrochen ist, ist natürlich klar, dass hier die Kapazitäten auch nicht komplett ausgenutzt werden konnten. Und vielleicht noch ein Hinweis hinzu, also in dieser Region vor 2014, dadurch, dass das so eine Industrieregion war, da sind auch sehr viele Direktinvestitionen geflossen. Und natürlich aufgrund dieser Auseinandersetzungen ab 2014 zogen sich alle Investoren aus der Region zurück, so dass es kein zusätzliches Finanzkapital in die Gegend fließen konnte, so dass die Entwicklung hier also sehr, sehr bescheiden ist, also liegt bei 80% von dem Niveau von 2010. Wir haben aber trotzdem vorher gesehen, dass zu einer Erholung jedes Mal kam. Also offensichtlich war die Erholung nicht durch einen Sektor, also durch die industrielle Produktion bedingt. So, kommen wir dann zu dem anderen Teil und das ist ein Teil der landwirtschaftlichen Produktion. Wenn Sie jetzt die Presse so ein bisschen verfolgen, haben Sie sicherlich dieses Thema auch schon sehr oft in verschiedenen Aspekten diskutiert, gelesen, gehört, gesehen, Landwirtschaft. Landwirtschaft und landwirtschaftliche Produktion ist tatsächlich etwas, was für die Ukraine besonders wichtig ist. Es ist im Grunde genommen ein Wettbewerbsfaktor. Das sehen wir hier auch bei dem Verlauf, auch wir nehmen das gleiche Jahr, also 2000 bis 2021. Hier 2014, 2016 sind mit 100% gleichgesetzt. Was uns aber hier interessiert, dass tatsächlich also die landwirtschaftliche Produktion auch nach den Problemen in dieser Region, Ostukraine, trotzdem sich weiter positiv entwickelt hat. Das heißt also, wir sehen da überhaupt keinen Einbruch. Und oben sehen Sie natürlich auch noch ein paar Veränderungen, also die Daten, die da stehen, Veränderung der landwirtschaftlichen Produktion seit 2000, also plus 61%, eine ziemlich hohe Zahl. Dann haben wir landwirtschaftlich genützte Fläche von 71,3 und bewälderte Fläche 16,7. Das heißt also, Ukraine hat tatsächlich Landwirtschaft als einen sehr wichtigen Faktor für die Entwicklung des Landes auch genützt. Es hat nicht nur diese landwirtschaftliche Produktion, sondern es nützt auch die landwirtschaftliche Produktion, um tatsächlich nach den Krisen wieder hochzukommen. Das ist auch nicht besonders erstaunlich. Ich unterrichte an der Hochschule Rhein-Main internationale Wirtschaftsbeziehungen. Dazu gehört natürlich auch Entwicklungsökonomik. Und dieses Bild sehen wir natürlich bei sehr vielen Entwicklungsländern. Und das heißt also nichts Schlechtes. Im Grunde genommen also brauchen die Länder eine Phase, in der landwirtschaftliche Produktion sozusagen Motor der wirtschaftlichen Entwicklung ist, bis man tatsächlich dann auf weitere Sektoren umsteigen kann. Die Ukraine fokussiert sich allerdings nicht ausschließlich auf die Landwirtschaft. Also das soll dieses Bild nicht sagen, sondern ich gebe Ihnen auch nochmal einen Überblick über die Zusammensetzung der Wirtschaft im Sinne von verschiedenen Sektoren. Wir unterscheiden in Wirtschaftswissenschaften drei Sektoren in der makroökonomischen Betrachtung. Das ist immer Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen. Und Sie können sehr gut hier erkennen, dass Ukraine schon seit längerem, also seit 2010, in ihrer Entwicklung eigentlich viel stärker auf die Dienstleistungen setzt. Die Dienstleistungen tragen zu 55% zu der Bruttoinlandsprodukt. Und nicht industrielle Produktion und auch nicht Landwirtschaft. Auch wenn Landwirtschaft tatsächlich, wir sehen, das ist in Blau hier, doch der Anteil wurde ausgebaut. Hier lag er noch bei 7,45 und hat sich dann bis auf 10 erhöht und dann hier ein kleiner Rückgang, aber etwa 9 bis 10% sind dann auch geblieben.
Bei der Industrie sehen wir hier 25%. Wir sehen hier auch bis 2019, also Vorkriegszeit, auch einen Rückgang von industrieller Produktion. Und dafür haben wir aber hier den Dienstleistungssektor. Was ist Dienstleistungssektor? Dienstleistungen, das sind Finanzdienstleistungen, das sind IT-Dienstleistungen, das sind logistischen Dienstleistungen. Und die Ukraine hat tatsächlich also diesen ab, ja, einige Jahre erst, nachdem die Orangene Revolution gewonnen hat, tatsächlich Entwicklungsmodell von Industrie und Landwirtschaft auf die Dienstleistung umgestellt. Und das sehen wir hier. Und deswegen, nochmal das Bild von vorhin, deswegen sehen wir also vor dem Beginn des Krieges diese recht, robuste Wirtschaft, die immer wieder schafft, zurück auf den Wachstumspfad zu kommen, obwohl die Krisen doch recht schwerwiegend waren. So, hier ein Bild mit vielen Zahlen. Ich möchte Sie natürlich jetzt nicht mit ganz vielen Zahlen hier langweilen. Dennoch, also für einige, die vielleicht sich doch mit der Wirtschaft besser auskennen, das ist eine Übersicht von Indikatoren von der Weltbank. Anhand dieser Indikatoren wird die allgemeine wirtschaftliche Situation in einem Land beschrieben, egal um welches Land es geht. Ich habe aber diese Übersicht hier reingenommen, um einfach zu zeigen, was wir, weil wir sprechen natürlich jetzt über die aktuelle Situation, also die Wirtschaft, wie sie bis jetzt sich entwickelt hat und was wir jetzt finden. Und was wir jetzt finden, das sind jetzt die Daten 22. Natürlich ist das alles eine Schätzung, also E bedeutet estimated. Wir wissen nicht, wo das Land tatsächlich Ende des Jahres steht. Diese Übersicht wird in der Regel jährlich erstellt als Rückblick. Hier haben wir natürlich überall, wo es F steht, das ist Forecast, wo es E steht, das ist Estimated. Das heißt also, es wird noch geschätzt. So, und wir sehen natürlich hier, wie dramatisch die Lage ist. Wir sehen hier überall ein Minus. Und zwar, wir sehen hier alleine, also fangen wir mal bei dem Wachstum, also Bruttoinlandsprodukt. Wir haben einen Rückgang von Minus, also das jetzt geschätzte Rückgang, bei 45%. Das ist fast 50% der wirtschaftlichen Leistung, das ist extrem viel. Wir sehen natürlich, dass hier ein besonders starker Rückgang ist natürlich beim Privatkonsum, weil die Kaufkraft der Menschen sinkt. Natürlich, wenn das Land jetzt zerstört wird, die Menschen haben keine Möglichkeit, Geld zu verdienen, das, was sie haben, halten sie zusammen und dadurch geht natürlich auch die Privatkonsumption, also Privatkonsum mit -50% besonders stark zurück. Wir sehen hier auch einen Rückgang natürlich auch bei den staatlichen Ausgaben. Allerdings ist der Rückgang hier nicht so stark, weil der Staat natürlich jetzt Ausgaben hochfahren muss. Und wir haben insgesamt auch keinen sehr starken, wenn wir hier nach unten gucken, also das ist Debt in GDP, das ist die Staatsverschuldung. Und wenn wir hier die Staatsverschuldung uns angucken, dann liegt sie bei 90% im Vergleich zu 50. Also man würde wahrscheinlich 190 erwarten, aber es passiert natürlich nicht, weil aktuell sehr viel Unterstützung aus verschiedenen internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt wird. Und zwar nicht nur als Militärhilfe, sondern auch tatsächlich für die regulären Ausgaben, wie zum Beispiel Unterstützung der Wirtschaft. Ich werde später darauf nochmal kommen, welche Maßnahmen aktuell umgesetzt werden und was der Staat trotz des Krieges auch tatsächlich für die eigene Wirtschaft tut. Also ich gehe jetzt nicht alle einzelnen Punkte durch. Was hier interessant ist, natürlich Inflation. Wir sehen, dass Inflationsanstieg doch bei, ich will mal sagen, moderaten 15% im Vergleich zum vorjährigen Jahr, 10% im letzten Jahr, 15% in diesem Jahr, das ist sehr positiv geschätzt. Das wird darauf zurückgeführt, dass die Zentralbank sehr geschickt die aktuelle Situation managt. Das heißt, es gibt Kapitalverkehrkontrollen, also Kapital kann das Land, also die Devisen können nicht frei verlassen. Das sind so Instrumente, die man nützt, damit man tatsächlich Inflation so ein bisschen eindämmen kann. Und das macht die Zentralbank wohl sehr gut. Wobei, gut, also man hat jetzt nicht so eine sichere Datenlage, weil natürlich im Krieg ist es sehr schwierig, die Daten, also die genauen Daten zu bekommen. Ich will hier noch einen Punkt rausgreifen, und zwar hier der letzte Punkt. Das ist die Weltbank. Die nützt eine neue Klassifikation, um zu sehen, also Armut
ist nicht gleich Armut. Es gibt Länder, wo die, sag mal so, die in die Gruppe der sehr, also extrem armen Ländern eingeführt werden. Die heißen dann Low Income Poverty Rate. Und hier haben wir Ukraine, ist nicht so extrem arm. Dennoch, wir sehen hier, dass die Upper Middle Income Poverty Rate, das heißt die Armut, das bedeutet die Menschen, die weniger als 5,50 $ bekommen, also die in diese Gruppe fallen, die steigt natürlich jetzt enorm. Das heißt, die Armut wird jetzt ein sehr großes Problem in der Ukraine sein. Also wir sprechen hier natürlich hier Consumption und alle anderen Themen an, aber das ist ein Thema, ich werde mich natürlich jetzt in dieses Thema nicht vertiefen können, dafür hätten wir eine ganze Reihe von Veranstaltungen machen müssen, aber ich möchte dennoch alle, also diesen Punkt hier besonders unterstreichen und auch die weitere Entwicklung, wenn wir hier oben zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die wirtschaftliche Entwicklung schauen, dann sehen wir natürlich, dass die Weltbank schon, naja, in der Hoffnung, dass der Krieg bald vorbei ist, durchaus mit einer relativ schnellen Erholung und wieder positiven Wachstumsraten rechnet. So sehen wir hier unten eine doch recht traurige Entwicklung, die der Ukraine bevorsteht. 20% unter der Armutsgrenze für das entsprechende Land. So, ich gehe jetzt auf das weiteres Thema, und zwar Außenwirtschaft. Wir haben jetzt gesehen, wie die Wirtschaft im Land funktioniert. Wir wissen, dass das eine oder andere funktioniert gerade nicht besonders gut, weil natürlich alle Kräfte jetzt auf die Verteidigung des Landes geworfen werden. Dennoch versucht das Land wirtschaftlich jetzt schon, sich die nächsten Schritte zu überlegen. Also das ist nämlich die Bestrebung. Aber die Außenwirtschaft, die ist natürlich besonders wichtig, weil bis jetzt hat das Land durch die Außenwirtschaft diese positive Entwicklung auch gemanagt, und zwar Landwirtschaft plus Dienstleistungen. Daher gucken wir uns jetzt die Außenwirtschaft an. Bei der Außenwirtschaft sehen wir auch, also ich zeige gerne den zeitlichen Verlauf, weil wir natürlich jetzt keine Momentaufnahme haben wollen, sondern wir wollen sehen, wie ging es bis jetzt und wie entwickelt sich das Ganze nach dem Krieg, also in Zukunft, welche Perspektiven die Ukraine überhaupt hat. Und hier sehen wir, dass die Lage ist so, dass natürlich die Wareneinfuhr insgesamt immer knapp über den Ausfuhr liegt. Das heißt, es gibt einen gewissen Defizit, der ist aber jetzt nicht extrem groß. Das heißt, die Lage ist mehr oder weniger ausbalanciert und das ist ein gutes Zeichen. Man merkt auch, dass beides ansteigt oder zumindest nicht längerfristig sinkt. Das heißt, die Verbindung mit der übrigen Welt ist intensiv und gut aufgebaut und das heißt, es gibt immer zusätzliche Einnahmen in internationalen Währungen, um die notwendigen Einfuhren zu bezahlen. Die notwendigen Einfuhren können Maschinen sein, also Produktionspotenzial, es können Medikamente sein. Also ein Land, das einen sehr großen Unterschied zwischen diesen beiden Verläufen von Einfuhren und Ausfuhren hat, hat ein großes Problem, dass es immer wieder Kredite braucht in internationalen Währungen, um die nötigen Waren, also um die Importe zu finanzieren. Also in dem Fall sehen wir auch ein recht positives Bild. So, ich denke, das ist auch für einen oder anderen interessant zu wissen, mit wem handelt es dann überhaupt Ukraine, wer sind denn eigentlich die Partner, also mit wem läuft dann dieser Export-Import-Austausch besonders intensiv. Gut, also wir haben ja meistens, sind die Darstellung bei Einfuhren und Ausfuhren nicht deckungsgleich, das sehen wir ja natürlich auch. Aber wir haben in beiden, sowohl bei Warenexporten als auch bei Warenimporten, haben wir an der ersten Stelle China, prozentuell mit dem größten Anteil. Das kann, also das Thema China möchte ich gerne tatsächlich ausklammern, es sei denn, es gibt Fragen in der Diskussion, aber das ist nämlich ein Punkt, das natürlich auch uns zusätzlich Sorgen bereiten könnte. Ja. Und dann sehen wir natürlich Polen, Türkei, Russische Föderation, Italien, das sind die Exporte und wir haben hier bei den Warenimporten Deutschland, Russische Föderation, Polen, Belarus. Also im Grunde bis auf Deutschland sind es die Nachbarländer, Deutschland spielt eine große Rolle. Das heißt also auch in aktuellen Situationen sind diese aus unserer Sicht Exporte, sie fallen natürlich weg, weil sie momentan nicht
benötigt werden oder nicht entstanden werden können. So, was wird denn tatsächlich exportiert oder importiert? Also in diese Länder und auch in die anderen. Hier sehen Sie auch prozentuell eine Übersicht für die Warenexporte. Wir haben hier auf der linken Seite blau Eisen und Stahl. Wir haben Getreide, Erze, Schlacke und Asche, tierische und pflanzliche Fette, Öle und Wachse und elektronische Erzeugnisse. Das ist das, was das Land exportiert. Und wir haben hier auf der rechten Seite die Importe. Ich habe vorhin gesagt, das ist natürlich wichtig, also wenn man jetzt schon auf der linken Seite bei den Exporten im Grunde genommen so natürliche Ressourcen, grob gesagt, verkauft, dann ist es, macht natürlich Sinn, wenn man auf der anderen Seite etwas dafür kauft, was tatsächlich wirtschaftlichen Wachstum längerfristig sichert. Und hier haben wir mineralische Brennstoffe, maschinenmechanische Erzeugnisse, Kraftwagen, Fahrzeuge, elektronische Erzeugnisse und Kunststoffe und Waren daraus. So, das ist die Struktur, aber es fällt natürlich ganz klar auf, dass wir auf der linken Seite tatsächlich also entweder landwirtschaftliche Produktion haben oder wir haben tatsächlich so ja, Eisen und Stahl. Und daher möchte ich gerne hier nochmal eine etwas ausführliche Darstellung anbieten. Wir in der Wirtschaft sagen immer, wenn man jetzt Rohstoffe verkauft, dann bekommt man natürlich dafür wesentlich weniger Geld, als wenn man die Rohstoffe verarbeitet verkauft, die nächste Produktionsstufe. Und was hier interessant ist, dass die Ukraine tatsächlich noch nicht so weit ist, dass die Rohstoffe, die vorhanden sind, beziehungsweise die tatsächlich im Land angebaut werden, sie werden in diesem rohen Zustand auch verkauft. Gucken Sie hier, also ich habe es extra hier einen Kringel drum gemacht, Eisen und Stahl steht an der ersten Stelle und wenn wir gucken, Artikel aus Eisen und Stahl, haben wir eine riesige Differenz. Also das ist ja ein super kleiner Anteil. Das heißt, das Land ist tatsächlich noch nicht so weit, in die nächste Stufe in der Produktion zu gehen, sondern verkauft alles mehr oder weniger so, wie die Mutter Erde sozusagen zur Verfügung stellt. Und wir sehen hier Getreide, auch Mais, Weizen, Gerste, pflanzliche Öle, Eisenerz, Elektronik, Kabel, Maschinen, Öl, Samen, Holz, Artikel daraus und so weiter. Aber diese beiden Zahlen sind besonders interessant. Wir sehen hier Anteil, Exportanteil 20% und hier gerade mal 2%. Am besten wäre es natürlich andersrum, dass man, bevor es man verkauft, dass man zunächst das verarbeitet, weil dann hat man höhere Einnahmen. Aber so ist es aktuell. Wir hören auch sehr viel aus den Medien, aus der Presse, dass jetzt ein großes Thema Landwirtschaft ist, dass Weizen, Mais, also die ganzen landwirtschaftlichen Produkte, dass sie jetzt auch aus den Häfen am Schwarzen Meer nicht ausgefahren werden können und viele Länder warten sehnlich darauf. Deswegen habe ich hier also in diesem Zusammenhang eine Darstellung, welche Bedeutung haben denn die Exportwaren, die Ukraine tatsächlich jetzt an die Partnerländer, also Handelspartner, verkauft, also welche Bedeutung sie weltweit haben. Und wir sehen hier, also Stahl und Eisenerz haben wir 3,3% der Weltproduktion. Die Zahl ist vielleicht nicht sehr groß, aber dennoch bedeutend. Wir haben bei Sonnenblumenöl wichtigste Importeure noch vor Russland. Also Russland und Ukraine machen sich so ein bisschen die Position in der Bedeutung als landwirtschaftlicher Exporteur oder Exporteur der landwirtschaftlichen Produktion so ein bisschen platzstreitig. Bei Mais ein viertgrößter Exporteur und bei Weizen fünftgrößter Exporteur weltweit. Also das heißt, landwirtschaftliche Produktion ist auch weltweit gefragt und weltweit wichtig. So, hier noch zwei Bilder, warum das Thema jetzt auch vielleicht nicht hier in der Presse, aber zumindest auf der internationalen Bühne immer mehr Sorgen bereitet. Ich möchte gerne kurz zeigen, wohin Getreide exportiert wird. Und Sie können hier, also hier auf der rechten Seite sehen Sie auch die Namen der Länder, die besonders viel an landwirtschaftlicher Produktion abnehmen, vor allem Weizen natürlich. Also hier, wir haben natürlich viele afrikanische Länder, Tunesien, Ägypten, Jemen, Nigeria.
Wir haben auch Türkei, wir haben hier Bangladesch, Indonesien. Gut, also Russland natürlich auch, aber Russland verfügt über eigene Reserven. Und hier sehen wir noch ein bisschen mehr. Hier ist auch sogar ein Teil von Mittelamerika davon betroffen und auch natürlich hier im asiatischen Bereich. Was heißt das? Das heißt eigentlich für uns nichts Gutes. Das heißt, dass ein großer Teil der Produktion jetzt nicht mehr bereitgestellt werden kann und diese alle Länder müssen darauf verzichten. Hier die größten Weizenexporteure weltweit, damit wir jetzt nicht nur sehen, wohin eigentlich der Weizen exportiert wird, sondern wie sind die Anteile. Auch hier können wir sehen, Ukraine ist im mittleren Bereich mit 9,1% insgesamt. Es gibt da unterschiedliche Berechnungen, aber es liegt immer, alle Berechnungen drehen sich um die 9% ungefähr. Das heißt, 9% Weizen kann nicht mehr bereitgestellt werden und vor allem, weil Weizen aus der Ukraine natürlich günstiger ist als zum Beispiel Weizen aus der EU, wo Weizen natürlich und Weizenanbau sehr stark subventioniert wird. Und aus diesem Grund ist natürlich das große Problem Welthunger. Also wenn Sie die Zeitung aufmachen und da auf den Seiten Internationales angucken, werden Sie sehen, dass das jetzt aktuell ein sehr, sehr beunruhigendes Thema ist. Warum? Weil natürlich in diesen Ländern, insbesondere afrikanischen Ländern, ist es also die Grundnahrungsmittel ist Weizen. So, und wenn es kein Grundnahrungsmittel mehr gibt, dann gibt es soziale Unruhe, dann gehen die Menschen auf die Straßen und dann kann natürlich eine Welle von sehr unangenehmen Entwicklungen, natürlich weitere Flüchtlingswellen, aber auch natürlich Umsturz von bestimmten Regierungen und so weiter. Also es kann eine ganze Reihe an anderen politischen Ereignissen nach sich ziehen. Daher ist es jetzt nicht ein rein wirtschaftliches Problem, was wir da gerade sehen, sondern ein sehr akutes Problem, weil 9% fehlen. Also momentan gibt es viele verschiedene Überlegungen auf internationalen Bühne, wie man das Problem mindestens kurzfristig löst, also vorübergehend löst, solange der Krieg andauert, dass man ebenfalls in der EU wieder die Produktion Weizen hochfährt oder in anderen Regionen, weil sonst haben wir dann ein weiteres Problem neben dem Krieg auch in allen anderen weniger entwickelten Regionen der Welt. So, jetzt möchte ich mal gerne auch zu den finanziellen Unterstützungen kommen. Also es gibt natürlich jetzt sehr viel Unterstützung für die Ukraine. Ukraine hat diesen Krieg nicht angefangen, hat sozusagen mal so unverschuldet da reingeraten. Also man kann, Konflikte gab es schon immer, aber sie auf diese Art und Weise heimtückisch zu lösen, ist natürlich keine Art in der zivilisierten Welt. Und daher bekommt natürlich jetzt auch Ukraine sehr viel Militärunterstützung. Weil, gut, das ist auch wieder ein zusätzliches Thema, weil es natürlich jetzt nicht nur alleine um die wirtschaftlichen Fragen geht, sondern es geht um Demokratie, es geht um Wertesystem. Das heißt, wir können nicht einfach mal zugucken und sagen, naja gut, also wenn sie jetzt nicht stark genug sind, dann lassen wir das. Also es geht tatsächlich um wesentlich mehr als einfach nur ein Kräftemessen, beziehungsweise es geht um Kräftemessen zwischen Wertesystem. Und daher gibt es auch sehr viel Unterstützung. Sie sehen hier Waffen und Ausrüstung. Gut, nicht immer ist es möglich, Waffen und Ausrüstung zu liefern. Ups, jetzt habe ich einen falschen Knopf gedrückt. So, ich wollte eigentlich hier hin. So, wir sehen hier, USA leistet natürlich mehr finanzielle Hilfe für militärische Zwecke als jetzt tatsächliche Waffen und Ausrüstung. Und wir sehen hier natürlich dann auch alle anderen Länder. Deutschland ist ja hier so im mittleren Bereich, UK und Polen sind da wesentlich aktiver dabei, aber auch alle Länder hier in Europa sind mit von der Partie. Und es gibt natürlich jetzt nicht nur militärische Unterstützung, sondern es gibt tatsächlich auch rein finanzielle Unterstützung. Das heißt also, damit der Staat funktionieren kann, damit die Menschen bezahlt werden, damit man auch die Unternehmen unterstützen kann, damit die Krankenhäuser funktionieren. Das ist alles, das muss ja irgendwie alles weiterlaufen, auch während des Krieges. Auch wenn wir meistens uns nur auf das Krieggeschehen fokussieren, aber es gibt ja 2/3 des Landes, da geht das Leben gut oder schlecht weiter. Das heißt, es muss auch finanziert werden und wir haben hier tatsächlich mehrere Zusagen bilateral und natürlich, also die Zahlen habe ich jetzt nicht hier auf der Folie, aber auch internationale Institutionen wie Weltbank, Internationaler Währungsfonds und weitere Institutionen stellen regelmäßig weitere Finanzhilfen, die tatsächlich, ich würde sagen, zur Führung von Geschäften verwendet werden können, also damit das Land auch funktioniert und nicht komplett
ja, auf eigene Kraft sich verlassen muss. So, was passiert denn abgesehen vom Krieg? Ich habe ja gesagt, Kriegsgeschehen ist natürlich ein wichtiges Thema, vor allem weil es um eine Region geht, die auch historisch eher für industrielle Produktion bekannt ist. Die anderen zwei Drittel des Landes, da sind Menschen, die sind vielleicht innerhalb des Landes geflüchtet, aber die sind natürlich auch noch im Land. Einige, die hier nach Europa kommen, gehen auch inzwischen wieder zurück, weil sie sagen, wir wollen unser Land aufbauen und wenn nicht jetzt, wann? Wir werden jetzt nicht warten, bis alles vorbei ist. Dann gibt es größere Schwierigkeiten und viel mehr Probleme, das Land aufzubauen, sondern wir wollen jetzt schon mit anpacken und der Staat unterstützt natürlich auch sowohl die Wirtschaft als auch die Menschen. Und zwar gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Also hier auf der linken Seite gibt es etwas, was der Staat jetzt besonders aktiv macht. Das heißt, für die Industrieunternehmen, wo es möglich ist, werden finanzielle Hilfen zur Verfügung gestellt, damit die Unternehmen im westlichen Teil der Ukraine übersiedeln können, also Relocation. Und da bis jetzt haben ungefähr 500 Unternehmen tatsächlich also diese finanzielle Hilfe auch in Anspruch genommen, was ein positives Zeichen ist und natürlich insbesondere Dienstleistungssektor, Fintech oder ja, IT-Unternehmen, wenn es möglich ist, dann ziehen sie natürlich, gehen sie vorübergehend ins europäische Ausland, allerdings immer wieder mit der Intention, wieder zurückzukehren, wenn die Lage sich entspannt. Parallel dazu laufen auch diverse Investitionsprojekte. Allerdings ist es nicht so, dass da Direktinvestitionen hinfließen, dass internationale Investoren da sich schon bereits daran beteiligen. Dafür ist das Ganze noch zu heiß und zu ungewiss, wie das Ganze weiterläuft. Also kein privater Investor möchte gerne jetzt ein paar Milliarden irgendwie ins Bodenlose werfen und versenken. Daher sind es auch tatsächlich die Investitionen, die aus den öffentlichen Quellen oder von internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt werden. Aber ich möchte gerne einfach zeigen, es ist tatsächlich ist nicht so, dass jetzt alles brach liegt, sondern das Land tatsächlich bereits auch größere Projekte. Sie sehen hier auch die Summen von Investitionsvolumen, um den es hier geht, also 95 Millionen Euro, 80, 10 Millionen. Hier gibt es bei Technopark Bucha Techno keine Angaben. Natürlich Bank eines Umschlagterminals für Getreide am Donauhafen. Ismail ist natürlich auch noch, da gibt es keine Angaben. Man sieht es auch, dass hier zum Beispiel Postsortierzentrum in Odessa, wir wissen, dass mit Odessa ist auch noch nicht so ganz klar, also wie die Situation ist, aber damit will man eigentlich zeigen, man will das Leben, Ukraine will das Leben weiterleben. Sie möchte jetzt nicht erstmal abwarten, was passiert da, also gehört es zu uns oder für die Ukrainer ist es selbstverständlich, das ist das Territorium der Ukraine und deswegen müssen da auch wirtschaftliche Aktivitäten weiterlaufen und wir warten jetzt nicht erstmal, bis der Krieg endgültig vorbei ist. Was die Ukrainer auch machen, und zwar schon seit April, sie haben so eine Art, also sie wünschen sich so eine Art Marshallplan für den Wiederaufbau, nachdem entsprechend der Krieg ja, entweder in hoffentlich in ein paar Monaten, also spätestens Ende des Jahres, dann vorbei ist. Und jetzt habe ich hier die Punkte aufgeführt, die Ukrainer selbst für sich aufführen und die sagen, es ist für uns wichtig. Hier natürlich die wichtigen Punkte, einer der wichtigsten Punkte ist die Nähe an die Europäische Union. Das ist klar. Da sieht man ja auch, natürlich gibt es ja auch hier Regulierung, Deregulierung, Liberalisierung, aber Ausbau Logistikrouten Richtung Westen, weg von rein Rohstoffexport, mehr zu verarbeitenden Produkten, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Die haben es jetzt erkannt, dass man das machen sollte, so schnell wie möglich. Aufbau eines einheimischen militärindustriellen Komplexes. Selbstversorgung im Energiesektor, Umbau der Wirtschaft unter Berücksichtigung Klimaschutzes, mindestens 60% der Ausgaben für Wiederaufbau von einheimischen Unternehmen. Und oben natürlich, wie ich schon gesagt habe, Erlangung eines offiziellen Kandidatenstatus, Beitrittskandidates für die Europäische Union. Und dieses Thema wird morgen in Brüssel tatsächlich behandelt. Das heißt, auch hier sehen wir, dass die Ukrainer nicht abwarten wollen, sondern jetzt schon sehr sich viele Gedanken machen, wie es weitergeht und wir sehen, dass sie tatsächlich eine Nähe an die westlichen Werte, an die westlichen Strukturen auch suchen. Natürlich gibt es noch jede Menge Probleme. Also es gibt Korruption, das ist ein großes Thema und das wollen wir heuer nicht verschweigen. Es gibt auch viele andere Bereiche, die
Also Rechtssystem, politische Systeme, es sind viele Sachen, die noch nie so richtig geregelt worden sind, wie wir das in der EU machen. Aber die Ukrainer zeigen jetzt, und das ist eigentlich so ein Moment, also Window of Opportunity, eine Möglichkeit, wirklich zu sagen, okay, wenn jetzt der Krieg vorbei ist, dann wollen wir ganz klar uns auf diesen Weg der Entwicklung begeben und nicht erstmal dann diskutieren, wie es weitergeht. Ich komme jetzt zu den Ausblick. Also das war bis jetzt sozusagen Status Quo und Wandel. Jetzt kommen wir jetzt zum Ausblick und zwar zu den möglichen Prognosen, wie es weitergeht. Wie es tatsächlich weitergeht, das weiß natürlich keiner. Und als ich mich hier für diese Veranstaltung vorbereitet habe, habe ich unterschiedliche Seiten angeschaut und es gibt ganz unterschiedliche Experten und alle haben unterschiedliche Zahlen. Also deswegen bitte nehmen Sie diese Zahlen jetzt nicht so, wie sie da stehen, sagen, so ist es. Irgendwo in diesem Bereich sind sie dann. Das ist jetzt die Analyse, also ein bisschen auch aus in der Vergangenheit und in die Zukunft von einem der bekanntesten Instituten in Europa für internationale Wirtschaftsvergleiche in Wien. Das Institut hat sich seit 1973 auf damals noch Sowjetstaaten fokussiert. Inzwischen also ist es ein Expertenteam, also gehört zu den, glaube ich, 5 führenden Instituten in Europa, das sich mit Mittel- und Osteuropa beschäftigt und natürlich auch regelmäßig Forecasts und Analysen auch für die ehemaligen Sowjetstaaten auch veröffentlicht. Und das sind alles hauptberufliche Ökonomen, die da arbeiten und Sie sehen also hier doch ein Rückgang von 38% für dieses Jahr. Wir haben vorhin gesehen 45, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern. Allerdings auch Sie sehen dann relativ rasche Erholung sogar hier auf 13%. Davor waren die Zahlen um die 5. Und man sieht hier das Problem mit, ich habe vorhin das Problem Armut benannt. Hier die Arbeitslosigkeit wird als sehr gravierendes Problem gesehen, 25%, was natürlich nicht verwunderlich ist. Und die Erholung sehen Sie zwar auch, und dann, also 2 Jahre, wenn das alles so geht, sind sie sozusagen auf dem Vorkriegsniveau. So, ich gehe jetzt nicht die einzelnen Punkte hier durch. Ich will auch noch mal kurz die 2 Darstellungen zeigen. Also es geht hier einmal um Inflation und Arbeitslosigkeit auf der linken Seite. Also die blaue Linie, das ist die Inflation, also wie dort die Prognose aktuell ausschaut, wie die aktuelle Lage auch ist. Wir sehen Rückgang der Inflation auf das niedrigste Niveau, könnten wir sagen, seit vielen Jahren. Und jetzt haben wir natürlich Anstieg, aber das Institut erwartet, dass die Zentralbank die Inflation relativ schnell in den Griff bekommt. Und wir haben ja natürlich hier auch die Unemployment Rate, das ist die Arbeitslosigkeit. Und entsprechend auch hier großer Anstieg und dann auch graduelle Abnahme, so dass man wahrscheinlich in 24 nah an die Vorkriegswerte sich herantasten würde. Hier sind auch nochmal die Zahlen zu dem Wachstum. Also so ein bisschen sieht man sehr stark, wie stark der Einbruch ist, aber das ist, wie gesagt, das sind die Berechnungen von diesem Institut, also mit 38%, so ein bisschen aufgesplittert nach verschiedenen Teilen, sozusagen Verteilung des Bruttoinlandsproduktes, ob das jetzt staatliche, also ob der Staat das dazu beiträgt oder Kapitalformation oder tatsächlich Export-Import. Das ist dieses Institut und dann möchte ich gerne aber, bevor wir auch zum Ende kommen, nochmal die letzte Übersicht zeigen, und zwar geht es nicht mehr nur um die Ukraine, sondern ein bisschen auch weltweite Übersicht, weil die wirtschaftliche Situation in der Ukraine, wie ich vorher schon mehrfach betont habe, beeinflusst die wirtschaftliche Entwicklung in sehr vielen Teilen der Welt. Also, und auch für uns spielt es natürlich auch eine große Rolle, einerseits als Exportland, andererseits natürlich auch zukünftiger EU-Beitrittskandidat. Und wir können hier sehen, auch die Zahlen 22, 23, da sind natürlich auch alles Schätzungen, alles Vorhersage. Und wir sehen hier für die Welt durch die aktuelle Situation, also ich habe natürlich hier jetzt die Themen der Energieproblematik ganz bewusst ausgeklammert. Lieferkettenprobleme haben wir auch,
Lieferkettenproblem ist natürlich auch mit der Ukraine, dass jetzt entsprechend woanders die Getreide hergenommen werden muss. So, das heißt also, die Welt wird sich in 2022, das ist die ersten hellen Balken, also in etwa 3,6% entwickeln und auch für 2023 ungefähr den gleichen Wachstum sieht jetzt die Internationale Währungsfonds. USA sehen Sie hier, die China die Zahlen, also Deutschland, für diejenigen, die vielleicht die Zahlen auch sehen wollen, das ist auch für Deutschland. Ja, wir liegen so ein bisschen unter dem weltweiten Durchschnitt. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir eine starke Abhängigkeit bei Energielieferungen aus Russland haben. Wir sind die stärker als viele andere Länder auch innerhalb der EU. So, wir haben hier Italien. Italien hat schon länger ein Wachstumsproblem. Das ist jetzt nichts, was tatsächlich mit der aktuellen Entwicklung in der Ukraine zu tun hat. Wir haben die Eurozone insgesamt, also diese Minus in den Klammern, das sind sozusagen die neuen Berechnungen im Vergleich zu vorherigen, weil jetzt die früheren Prognosen haben natürlich die Auswirkungen von dem Krieg noch nicht berücksichtigt. So, wir haben hier natürlich Russland und Ukraine, also hier haben wir auch wieder also minus 35. Ursprünglich hat die Internationale Währungsfonds Ukraine auf plus 3,6 offensichtlich, also ja, geschätzt. Jetzt ist der Unterschied doch wesentlich spürbar. Wie gesagt, also da gibt es unterschiedliche Zahlen zwischen 35 und 45, aber wir werden es erst am Ende des Jahres wissen. Wir wissen noch nicht, wie lange das Ganze noch andauern wird. Und natürlich für 23, also Internationale Währungsfonds im Gegensatz zu anderen Organisationen, traut sich da nicht so richtig tatsächlich Zahlen anzugeben, weil die sagen, also es ist sozusagen ein Griff ins Blaue, weil wir wissen überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht und wann es tatsächlich weitergeht. Und bevor wir hier irgendwelche Zahlen tatsächlich reinsetzen, also schreiben wir lieber keine Angaben und kommen dann zu den Vorhersagen, wenn es abzusehen ist, ob der Krieg jetzt andauert oder zu Ende geht. So, das ist jetzt alles von meiner Seite. Wie gesagt, ich habe einige wichtige wirtschaftliche Themen ausklammern müssen. Migration, Arbeitsmarkt natürlich in der Ukraine, Flüchtlinge, das ist natürlich auch alles, sind alle wichtige Themen, Korruption. Aber unsere Zeit ist begrenzt und ich möchte nicht alleine hier die ganze Zeit reden. Deswegen mache ich jetzt einen Punkt. Aber Sie können gerne alle Fragen stellen, die Sie in diesem Zusammenhang interessieren. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.